Also erstmal schön, dass wir hier stehen dürfen. Weil Sie jetzt denkt, der ist schizophren, der steht doch da alleine oben. Also es sind jetzt quasi virtuell meine 6 Kollegen auch mit dabei, die mittlerweile in Stuttgart schön wahrscheinlich bald den Feierabend begehen dürfen oder noch ordentlich schaffet für die nächsten Projekte. Aber von daher, wir sind ein kleineres Team und ich darf jetzt hier quasi uns mal so ein bisschen vorstellen. Um was geht's? Wie du auch schon erzählt hast, Christian, es geht immer oft um die Frage, hey, Innovationslabor, du hast vorhin so einen schönen Versprecher gehabt, den haben wir teilweise auch bei uns in der Firma, das ist das Ideenlabor. Was ist das Labor? Wir bezeichnen es eigentlich intern bei uns eigentlich nur noch als Labor. Was machen die? Was ist das? Spannend auch, wie finanzieren die sich eigentlich? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was auch mit einem unternehmerischen Mut zu tun gehabt hat, dass es uns gibt. Und wie funktioniert das vor allem auch im Alltag? Zumal wir auch immer wieder ja auch behaupten und zeigen wollen, dass wir integraler Bestandteil von der Agentur sind und nicht nur quasi als losgelöste Unit funktionieren. Darum wird es so in der nächsten halben Stunde gehen. Dann kurz zu mir. Thomas Frenzel ist klar. Ich habe, wie alle von euch, ihr das wahrscheinlich auch gemacht habt, die Praktikumhölle durchstanden. Wer von euch hat alles Praktikum gemacht? Alle. Wer von euch hat 2 gemacht? Das ist ganz schön viel, ne? Das ist, erstaunt mich immer wieder. Danach habe ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht für Print- und Digitalmedien in der Fachrichtung Mediendesign in der Spezialisierung Non-Print-Medien. Wunderbares Konstrukt damals, als die Mediengestalter-Ausbildungsberufe zusammengelegt worden sind. Ich habe, nachdem ich sogar auch kurz meine Arbeitslosigkeit gelandet bin, ich fand vorhin den Vortrag auch vom Ray eigentlich ziemlich spannend. Also nicht immer so, dass unsere Vitas immer blitzeblank sind, sondern es ist tatsächlich viel Forschen, Suchen, nach sich selber suchen mit drin. Und es war tatsächlich auch von mir mal so ein Lehrlauf von 8 Monaten mit drin. Ich habe Diplom-Mediendesigner studiert an der BA, die jetzt mittlerweile Duale Hochschule für Baden-Württemberg heißt, der einzigste gestaltungsorientierte Studiengang, der dual ausbildet. War danach Freelancen, 2 Jahre. Und habe quasi während meiner Freelance-Zeit als Art-Direktion schon gearbeitet, habe auch sehr viele freie Arbeiten gemacht. Und das Spannende eigentlich darin ist, dass aus den ersten freien Arbeiten, die ich jemals gemacht habe, direkt nach der BA oder nach dem Studium, dass das genau die Arbeiten sind, die ich im Portfolio gezeigt habe und wo ich auch sofort irgendwie dann auch aufgeschlagen bin, unter anderem dann beim Peter Rielin, unserem Geschäftsführer, im Rahmen von der Expo Shanghai 2010, haben sie quasi Verstärkung gesucht, da bin ich damit reingerutscht und mittlerweile bin ich im Innovationslabor 2011 gegründet und ich bin seit letzten Jahr auch einer der beiden Leiter zusammen mit Ingo Werner vom Innovationslabor. Vielleicht ein paar kurze Worte zur Agentur. Es soll jetzt kein Projekt-Showcase sein, das könnt ihr alles auf der Website euch angucken, deswegen gehe ich da relativ schnell drüber. Bei uns steht immer das Und so ein bisschen in der Mitte, Und als Verbindung zwischen den Disziplinen. Wir haben Kommunikation und Raum, extrem komplex, wir haben unterschiedliche Gewerke, Medien, Grafik, Architektur, Szenografie, Redaktion, Projektleitung, Medientechnik, extrem viele Gewerke, die sich da durcheinander mischen. Es ist aber auch die Verbindung zwischen den Inhalten, die wir teilweise von unserem Kunden in die Hand gedrückt bekommen oder die wir zum Beispiel jetzt auch bei der Expo selber mit definieren können und den Menschen, den Besuchern von Themen, die quasi mit diesen Produkten, mit diesen Kommunikationsinhalten dann quasi aufeinandertreffen. Wir sind in Stuttgart und in Berlin, haben jetzt dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum und sind mittlerweile 70 Mitarbeiter, die Tendenz zu steigen und deswegen sieht unser Zwischengeschoss mittlerweile so aus. Die Agentur ist auf dem ersten und auf dem dritten Geschoss etwas zusammengerückt, damit im zweiten Geschoss die wunderbare Kreation bei uns entstehen kann. Und jetzt ganz kurz zu ein paar Projekten über das, was wir als Agentur machen. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, um zu verstehen, was das Labor macht. Deswegen tatsächlich mal kurz die Geschichten, was wir in der Agentur machen. Das hier zum Beispiel ist das Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee auf dem Weg nach Ravensburg. Christian, kannst du ja mal Stopp machen und mal rechts rausfahren. Da geht es hier um die in 80 Wagen um die Welt, die Reise des Caravanings. Hier haben wir quasi komplett vom ersten Aufschlag gemacht. So sah übrigens die Architektur aus, die wir nicht gemacht haben, bis hin zur Inszenierung der Räume, der Ausgestaltung, roter Faden etc.
Wir machen Ausstellungen, wie hier der ThyssenKrupp Ideenpark 2012, wo es darum ging, ja, Science-Center-artig im Rahmen von 2,5 Wochen Jugendliche für die Ingenieursberufe zu begeistern. Kreative Stadtlandschaften, wie dann zum Beispiel hier die Hafen-City, nein, die Garagen-City ist es. All das möglichst spannend zu machen für die Kinder, sie mit wissenschaftlichen Partnern in Verbindung zu kriegen, also quasi hier auch diese Verbindung von Menschen mit Themen, Menschen mit Menschen irgendwie hinzukriegen. Wir machen auch mal ordentliche Themenräume, wie hier zum Beispiel mit Schott. Das ist ein Raum, wo viele Kunden eingeladen werden, wie zum Beispiel Gaggenau, die dann in großem Maße dann Schott-Ceran-Kochfelder kaufen. Ceran wird vielen von euch wahrscheinlich auch irgendwie bekannt vorkommen. Wir machen Medienarchitekturen, filmische Animationen, wie hier zum Beispiel in der Trumpf-Ausstellung. Das ist eine hausinterne Ausstellung, diesmal mit einer Kombination von 255 Touchscreens. Wir machen Corporate Events, wie hier zum Beispiel für den Führungskräftetag der NBW, Messestände, wo wir übrigens auch mit dem Jürgen Meyer zusammengearbeitet haben, Tobias Rehberger. Das heißt, da kam zum Beispiel nicht die künstlerische Leitung von uns, sondern wir haben es teilweise umgesetzt. Und dann tatsächlich Expo-Pavillons, was für uns eine tolle Sache ist. Wir dürfen nach 98, muss ich es ablesen, 2000, 2010, Shanghai, 2015 zum zweiten Mal eine große Expo, die Ausstellung machen im Rahmen von der ARGE. Ist für uns was ganz Besonderes, weil Expo halt extrem spannend ist. Wir haben einen Kunden, dem wir teilweise selber unsere Inhalte vorschlagen können, quasi auch einen inhaltlichen roten Faden, und das findet sich so kaum, und das ist natürlich für uns eines der schönsten Projekte. Damals mit 4 Millionen Besucher in Shanghai. Ja, was machen wir demnächst? Die Akquise hat ordentlich gearbeitet, wir dürfen die Experimente machen, Science Center in Heilbronn. Wir machen das Geldmuseum für die Deutsche Bundesbank, wo es darum geht, einfach auch mal zu zeigen, was macht denn so eine Bundesbank. Auch mir neu. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin dürfen wir machen nach Wettbewerb. Und wie gesagt, dann der Pavillon, Expo-Pavillon 2015 in Shanghai im Rahmen von der ARGE. Also muss man auch dazu sagen, also wir machen nicht den Pavillon alleine, sondern wir arbeiten immer in einer ARGE, in einer Bietergemeinschaft. In dem Fall ist es Schmidhuber aus München und Nüssli, die dann tatsächlich dieses Thema auch bauen. Und da sind wir auch nicht am Arbeiten, 100%, ja, mittlerweile sind es ein bisschen mehr als 100%, ist extrem viel Arbeit. Also es ist teilweise so, wie die Birgit zeigt, juhu, hier wird gebaut und ihr seht, dass man nichts sieht. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt Spatenstich passiert und jetzt dann angefangen wird, so langsam den Grund zu bearbeiten. Und wir arbeiten uns auch unsere italienischen Kenntnisse, und das ist La Nostra Insegnante di Serena. Das heißt, wir versuchen auch noch nebenher Italienisch zu lernen. Gut, okay, aber jetzt zum Innovationslabor. Warum macht man Innovationslabor? Der ursprüngliche Kick für diese Entscheidung, das zu tun und auch dieses unternehmerische Risiko eigentlich einzugehen, 4 Leute einzustellen und den 4 Leuten zu sagen, ja, macht mal, ne, pusht die Agentur in einem medialen, interaktiven Sinne, ging eigentlich auch so ein bisschen aus der Expo Shanghai als Erfahrung raus. Wir haben damals mit dem Heinrich-Hertz-Institut zusammen eine Gestensteuerung entwickelt. Und jetzt sagt ihr euch, hä, wieso Gestensteuerung entwickeln? Das Problem ist, dass die Expo in Shanghai im Mai 2010 gestartet ist und die Kinect kam dann tatsächlich im Oktober 2010 raus für 120 Euro Stück. Das heißt, wir hatten da eine wahnsinnige Entwicklungsleistung dahinter mit einem Institut. Und das war uns einfach viel zu kompliziert. Du hast immer die Absprachen mit Externen gehabt, du hast keine Qualitätskontrolle gehabt. Vor Ort ist es ab und zu mal gehangen, weil wir auch tatsächlich nicht in dem Entwicklungsprozess mit drin waren. Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet, da selber wieder mit mehr zu investieren und unseren progressiven und experimentellen Arm einfach in der Agentur länger zu machen, dass wir einfach mehr Kontrolle haben über die Kreation. Und da ist ein Setup rausgekommen, und dieses Setup von diesem Team bedeutet aber auch eine andere Unternehmenskommunikation oder im Unternehmen selber mit drin, also wie wir eingebunden sind als Team. Da gab es einen Shift hin, eigentlich weg von der Hierarchie eher zu einer Selbstverantwortung. Also wir haben sowas wie eigene Budgets, wir haben sowas wie eine eigene Kreativdirektion bei uns im Team. Das heißt, wir können auch teilweise unternehmerische Entscheidungen treffen, das nicht ganz, aber wir können durchaus Richtungen festlegen, wo wir sagen, das halten wir einfach für richtig. Es ist mehr auch weg von der Kontrolle gegangen, sondern zur Transparenz, dass wir offen in der Agentur sind, dass wir quasi wie ein Think Tank agieren, wo die Leute tatsächlich richtig merken, okay, was machen die gerade, woran sind sie? Und daran lassen wir uns dann auch gerne messen.
Ansonsten das Thema machen, ausprobieren, das haben wir gestern den ganzen Tag schon gehört und heute auch. Wie entstehen Ideen, wie werden Ideen tatsächlich umgesetzt? Ja, eigentlich ganz einfach, indem man nicht dafür kämpft, aber indem man sie auch einfach macht. Und so ist das Doing eigentlich für uns eines der Arbeitsprinzipien. Und dieses Doing im sehr freien Sinne dürfen wir tatsächlich mit 20% unserer Arbeitszeit begleiten. Also wir kriegen tatsächlich, wir haben eine 4-zu-1-Regelung, das heißt 4 Tage sind wir für die Agentur buchbar, beziehungsweise arbeiten für die Agentur. Und ein Tag ist tatsächlich für eine freie Forschung oder forschende Entwicklung. Ich glaube, Forschung ist ein bisschen zu viel gesagt, aber da können wir tatsächlich mit unseren eigenen Mitteln, mit unseren eigenen Vorstellungen an Dingen arbeiten, wo wir denken, dass das richtig ist. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das Vertrauen, das, was wir bekommen haben, dass es sich auch dann meistens auszahlt. Gut, mittlerweile sind wir jetzt noch schon 3 Jahre zusammen. Und dieses anskizzierte I.O. ist so ein bisschen auch so unsere kleine Kennung in der Firma drin, benutzen wir oft. Hat was damit zu tun, dass dieses Input-Output, das kennt ihr zum Beispiel auch von der Google-Conference, dass das eigentlich auch so ein bisschen unsere Arbeitsweise ist, dass wir selber den Input geben oder dann auch von der Firma, von der Agentur einen Input bekommen und wir dann quasi diese Ideen, die wir zugeschossen bekommen, dass wir die dann quasi prozessieren. Der Kollege Werner sagt dann meistens so gerne, wir sind die Abteilung zur Elektrifizierung von Ideen. Also was wäre Jimi Hendrix ohne E-Gitarre gewesen? So sehen wir es manchmal, dass wir einfach Ideen aufnehmen, teilweise auch dann sehr medial und technisch orientiert, aber dass wir versuchen, diese Ideen einfach nochmal stärker zu machen, größer zu machen, vielleicht auch teilweise einfach zu reduzieren auf eine gewisse Signifikanz. Das ist uns wichtig. Und das machen wir mit einem Team, das die unterschiedlichsten Lebensläufe hat. Also erstmal finde ich es ganz toll, dass wir zum Beispiel auch 2 Mädels bei uns haben, beziehungsweise mittlerweile 3. Es ist die Nadja und die Katrin. Katrin Projektleitung. Nadja selber hat Medieninformatik studiert, hat viel am Theater gearbeitet und macht Medieninstallation. Fabian rechts oben war ehemals Azubi bei uns im Haus, ist direkt ins Labor reingerutscht, macht extrem viel Bewegtbild, Snowboardfilme im Winter, ist dann teilweise irgendwie in Largs unterwegs und macht seine Filmchen. Der Ingo, Chefentwickler bei uns, Co-Leiter oder Leiter mit mir zusammen, hat Werbewirtschaft studiert in Pforzheim, hat programmiert, war als DJ in der Welt unterwegs. Patrick hat Kommunikationsdesign an der HFG in Schwäbisch Gmünd studiert. Und die Katrin, unsere gute Seele, die schon ziemlich lange in der Agentur ist, ist mit ihren 2 Kindern, hat so ein schönes Projekt zu Hause, aber ist bei uns auch die Projektleitung, von daher sind es extrem unterschiedliche Lebensläufe, teilweise auch sogar innerhalb von einer Person. Das ist aber eigentlich unser Potenzial, nämlich weil wir so unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Gewerke abbilden, weil wir zueinander unterschiedlich sind, aber weil wir uns in ein paar Dingen ergänzen, nämlich dass wir alle eigentlich gerne in Schnittstellen arbeiten wollen, dass wir alle eine konzeptionelle Stärke mitbringen und dass wir auch immer den Anspruch haben, was Neues zu schaffen. Und das sind diese Räume, die wir haben, die uns quasi auf den Leib geschnitten worden sind. Räume, die für uns so aufgebaut worden sind, dass die komplette Infrastruktur von oben kommt. Das heißt, Kabelwege, kommt alles von oben, es ist alles auf Rollen. Wir haben die Möglichkeit, die Räume für uns so frei einzuteilen, für Testaufbauten, Probeaufbauten, wie wir das haben wollen. Wir haben Holzboden drin, können wir reinnageln, Schrauben, irgendwas fixieren. Das ist also hier, wo wir medientechnisch von der Hardware, von der Software bestenfalls eigentlich ausgestattet sind. Okay, was machen die? Das Thema der Interaktion und der Innovation soll nicht falsch verstanden werden, dass das nur eine Aufgabe von uns ist. Eigentlich ist es immer eine Aufgabe von einer kompletten Agentur, Innovation zu betreiben. Nur ist eben das Innovationslabor tatsächlich mal dafür eingerichtet worden, dass hier viel Freiheit herrscht, um das zu tun. Also wir arbeiten selbstverständlich noch für die Agentur und das sind so Auszüge, also wir sind dafür da, die Gewerke auch miteinander zu vernetzen, aus einer kreativen Richtung. Wir machen zum Beispiel auch Kundenworkshops bei uns, also zum Beispiel Projekte, Fragen an, können wir bei euch Workshop machen zum Thema Didaktik beispielsweise. Und dann laden wir den Kunden zu uns im Labor ein und arbeiten dort zum Beispiel auch Inhalte durch. Wir machen Beratungen in-house und extern. In-house zum Beispiel, wenn ein Projekt mit viel Innovationscharakter ansteht, dann wird dazu immer einer von uns noch rausgepickt. Oder zum Beispiel auch extern,
wenn wir mit externen zusammenarbeiten, dass nicht der Projektleiter, der von vielen technischen Dingen oder medialen Dingen keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat, dass dann quasi immer von einer von uns mit dazukommt und das Ganze dann noch stützt. Und das Ganze natürlich auch im Rahmen von Projekten, viel Prototyping, Demos, wo wir dann gleich auch was sehen können, wo einfach der große Vorteil ist, dass wir dem Kunden tatsächlich auch was zeigen können, ihm etwas in die Hand drücken können, dass er selber erfahren kann, was er später mal bekommt. Und dann klar, in den Projekten ist das das eine, aber wir arbeiten auch sehr stark nach innen, was den Know-how-Transfer angeht, was Demos angeht. Also wir laden auch oft Kunden ein, uns ins Labor, zeigen neue Entwicklungen. Das ist quasi auch ein Projekt der Akquise, was wir da teilweise betreiben. Und wir haben auch die Aufgabe, immer wieder aus eigenem Antrieb neue Kommunikationsformate zu entwickeln, die ein Ausstellungserlebnis besser, interessanter, spannender machen. Das klingt jetzt sehr viel nach Vorteilen, die wir da genießen innerhalb der Agentur. Das ist aber trotzdem etwas, also erstens sind wir dafür beauftragt worden, es tatsächlich zu tun. Aber es ist nicht so, dass es uns immer in den Schoß gelegt wird und uns in den Schoß fällt, sondern es ist auch tatsächlich etwas, wo wir ständig drum kämpfen müssen. Also das zum Thema Ideen, um die Ideen kämpfen. Man muss auch teilweise um eine Struktur kämpfen, dass man diese Freiheiten bekommt. Das ist oft so, dass wir dann für 5 Tage gebucht werden über die Disposition. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so, dass es um eine zentrale Stelle geht. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir immer diesen Tag frei haben in jeder Woche oder dass wir zumindest die Zeit, die wir nicht nutzen können, dass die sich irgendwie addiert und dass wir immer mal sagen können, ich mache eine Woche nur aufs Labor. So ein Gestaltungsprozess, wie sieht er normalerweise aus? Das kann jetzt sein, dass ihr alle sagt, sieht bei uns genauso aus. Wir im Labor achten sehr darauf, dass es tatsächlich so ist. Bei uns gibt es eigentlich immer erstmal die Entscheidung, ist es ein Innovationsprojekt, also ist es ein Projekt, was tatsächlich durch die Unit getrieben wird, oder ist es ein Projekt, was über eine Agentur kommt. Das heißt, wir kriegen sehr unterschiedliche Aufgaben, die wir da bekommen. Was ganz besonders ist, dass wir extrem früh immer in diese Aufgabenstellung mit hineingezogen werden. Also es ist tatsächlich so, dass wir schon bei Kundenbriefings dabei sind. Auch wenn wir einen Kontakt da haben, auch wenn wir einen Projektleiter haben, der mit beim Kunden ist, Kundenberatung. Es ist oft so, dass jemand von uns mit dabei sitzt, wenn wir schon wissen, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Das ist einfach für uns extrem wichtig, so ein Projekt auch ein bisschen mal zu fühlen. Das ist extrem wichtig, was ein Kunde euch sagt. Das ist, sollte man echt nicht, also ich kriege oftmals Briefings so runtergezogen auf eine DIN A4-Seite, wo alles drinsteht, was in einem 2-Stunden-Briefing gesagt worden ist. Es ist nichts dagegen einzutauschen, mit dem Kunden mal direkt zu sprechen und ihm einfach zuhören, wie er darüber spricht. Dann klar ist, dass wir mit extrem vielen Gewerken zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist das Besondere, das ist im Grunde auch meine Entscheidung für Kommunikation im Raum gewesen, was ich entscheidend fand, dass ich eigentlich eher so ein Zehnkämpfer früher war im Studium. Bei Kommunikation im Raum habe ich einfach die Chance, genau das eigentlich auszuleben, dass ich ein Zehnkämpfer bin. Das heißt, wir haben extrem viele Gewerke, hier arbeiten viele Leute zusammen, viel Kommunikation, aber es ist auch eine Kollaboration innerhalb vom Labor. Wir haben eigentlich immer die Prämisse, dass wir, wenn das Labor beteiligt ist, dass es quasi immer einen Botschafter gibt, der in den Projekten drinsteckt, sodass quasi das Labor eigentlich immer in jedem Projekt beteiligt ist und dass wir in jedem Projekt quasi unseren Input abgeben können. Prototyping ist für uns natürlich extrem wichtig, gerade wenn wir etwas machen. Das Thema Innovation sagt es ja schon. Etwas, was es vielleicht noch nicht gibt oder was wir uns vorstellen können, was wir mal in 3 Jahren bei einer Expo sehen wollen. Das heißt, wir entwickeln sehr viel durch das Prozessieren, durchs Durchdenken, durch Ausprobieren, durchs Machen, durch Feedback von den eigenen Mitarbeitern, von Kunden. Wir laden immer wieder Kunden auch zu Schulterblicken ein, um einfach da eine Iteration zu schaffen, dass wir am Ende irgendwo rauskommen, wo wir richtig zufrieden sind. Also dieser Kreislauf, deswegen auch so als Kreislauf dargestellt, ist uns extrem wichtig und das ist eigentlich schon fast unser Herz. Und dann am Ende sind wir natürlich in der Produktion mit teilweise dabei. Produktion machen wir tatsächlich teilweise komplett selber. Zum Beispiel, wenn wir es irgendwie schneller machen können oder wenn es eine gewisse Geheimhaltung vorgibt oder wenn wir einfach merken, dass wir keine Abhängigkeit von Dienstleistern haben wollen, also einfach um das Know-how zu behalten. Und die Vorteile sind eigentlich klar. Wir haben, obwohl wir eigentlich eine eigene Unit sind, sind wir kein Fremdkörper. Das heißt, wir können in der Agentur sehr stark integrierte Konzepte fahren. Wir haben die große Möglichkeit, indem wir viel mit Open-Source-Software arbeiten, viel mit Web-Technologien arbeiten, die Möglichkeit, uns einen Freiheitsgrad zu behalten, den wir sonst gar nicht haben könnten. Wir haben
dadurch, dass wir eigene Software, eigene Hardware entwickeln, haben wir auch eine völlige Unabhängigkeit von proprietärer Software. Also überall, wo normalerweise dann die Lizenzen auffloppen, können wir teilweise eine eigene Softwareversion mit anbieten und können sagen, okay, eben keine Lizenzen. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn wir eigene Software schreiben, ist es meistens auch ziemlich nah daran, was der Kunde braucht. Es ist ja oftmals so, dass man danach guckt, okay, welche Software gibt es auf dem Markt, was ungefähr dem entspricht, was der Kunde gerne hätte. Wir gucken auch immer manchmal, dass es zu 100% ist einfach erfüllt, beziehungsweise vielleicht zu 120%, indem wir die Software auch einfach selber schreiben. Klar ist auch, dass wir eine sehr inhaltlich getriebene Agentur sind. Grundsätzlich sind wir sehr inhaltsverliebt. Ist uns sehr wichtig, weil wenn wir unsere eigene Technik und unsere eigene Software und unsere eigene Hardware haben, können wir meistens auch richtig den Content rüberbringen, den wir haben wollen. Das heißt, wir machen es genau Design to our needs oder to the customer's needs. Wir machen es tatsächlich so und schneiden es auf den Kunden zu. Und das Letzte, das ist das Thema Qualitätssicherung. Das ist auch eigentlich eine ziemlich wichtige Aufgabe bei uns im Haus. Wir können halt extrem gut auch zum Beispiel für externe briefen, weil wir halt einfach das Know-how im Haus haben. Und damit ihr mal ein bisschen seht, was wir machen, das sind 3 Cases und das sind eigentlich auch so Aufgabenstellungen, die wir relativ oft in der Agentur haben. Wir sind große Freunde von Interaktion, aber auch der Johannes, unser Chef, der Johannes Miller, nennt das auch gerne Interkonnektion. Das heißt, wir wollen eigentlich die Leute nicht nur vor Vereinzelungsmaschinen haben, von Touchscreen und dann tippen die dann drauf und dann kommen sie zum nächsten und dann ist man quasi so katatonisch vor einem Display, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute meistens gerne auch miteinander kommunizieren, untereinander kommunizieren. Also dass Besucher einer Ausstellung nicht Schulter an Schulter vor einem Display stehen, sondern vielleicht das Display als Tisch nutzen und dann tatsächlich kommunizieren können miteinander. Und ein Beispiel davon ist jetzt die finale Show von dem Deutschen Expo-Pavillon in Shanghai gewesen. Viele werden wahrscheinlich die Kugel schon kennen. Hier war tatsächlich die Grundidee, abgeleitet von der Kinect, von der Wii Station, die damals auch komplett raus war, einfach die Faszination, dass mehrere Leute über Technologie, über ein dialogisierendes Medium tatsächlich in Kontakt kommen können. Und da ging es tatsächlich darum, 300 Leute mit einer interaktiven Bespielung und übrigens auch die Kugel, die auf Zuruf tatsächlich sich bewegt hat, in eine gemeinsame Interaktion zu bekommen und ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Viele werden den Film kennen, den vielleicht schon weniger. Das zum Thema Failure. Wir wollten früher, dass die Kugel schön von oben in den Raum hineinfliegt, sitzt und dann anfängt mit Pendeln. Haben wir irgendwann mal gemerkt, geht nicht beim Probeaufbau, neuer Probeaufbau. Und der ist tatsächlich dann auch so passiert. In einer großen Industriehalle einmal die Kugel komplett aufgebaut, für Testaufbauten und dort haben wir auch komplett die Show abgefahren. Also vieles, was wir technisch ursprünglich als unmöglich bezeichnet haben, beziehungsweise der medientechnische Dienstleister gesagt hat, hey, vergesst das, Kugel schwingen, 400.000 LEDs, geht nicht, haben wir trotzdem tatsächlich mitentwickelt, aus der Agentur entwickelt und teilweise auch dem medientechnischen Dienstleister gesagt, hey, wir können es doch mal so probieren, wir können es so probieren. Wir haben mit der Uni Stuttgart zusammengearbeitet, mit Ingenieuren, um es tatsächlich dann auch zu so einem Testaufbau hinzubekommen. Dann das Thema, das Involvieren von heterogenen Zielgruppen, auch für uns sehr wichtig in der Ausstellung. Es gibt zum Beispiel auf einer Expo unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliches Vorwissen. Und hier haben wir ein Projekt gehabt, das ist der sogenannte IO Funke, der Ideenfunke, welchen wir in einem Pitch für die Expo in Jeosu 2012, also eine kleine Expo, mit vorgestellt haben. Ein funktionsfähiger Prototyp, ein Smart Interface, das, wenn ich das eben durch die Ausstellung mit durchtrage und vorher gesagt habe, welche Sprache ich spreche, dass ich zum Beispiel Leute gleicher Sprache kennenlernen kann, dass ich an Exponate hingehen kann, Exponat starten kann, dass sich die Leute untereinander berühren und sich auch untereinander sammeln, also liken können, aber dass ich auch an bestimmte Exponate rangehe, die starte, die like und sozusagen sammle. Und die Idee war, dass am Ende der Besucher so einen kleinen Bon kommt mit einer persönlichen URL und dann quasi all das, was er gesehen hat, dann im Nachhinein nochmal angucken kann. Expo immer ein Riesenproblem, extrem viel Content, 3 Pavillons am Tag, das heißt, ich weiß am Ende gar nicht mehr, was ich gesehen habe. Und unsere Idee war eben, dass tatsächlich auch so eine Nachbereitung möglich sein kann. Den Pitch haben wir übrigens verloren, das zum Thema Fail. Und dann natürlich für
extrem schwierige Themen, für komplexe Themen, und ich habe es gerade schon angesprochen, der Ideenpark war so ein Science Center, temporär. Da ging es darum, dass wir nicht nur als Miller Partner die Gesamtgestaltung gemacht haben vom Ideenpark, sondern dass wir auch ein Aussteller waren. Es gab so einen Bereich, der hieß Garagen City, da ging es tatsächlich auch eigentlich um das Thema Labor. Wie entstehen Innovationen, wie entstehen neue Ideen, wie entstehen neue Formate, und wir haben uns da selber vorgestellt. Und zwar, indem wir den Ideenfunk, den wir gerade schon gesehen haben, noch aus einer Plastikkugel viel kleiner gemacht haben, reduziert haben. Und hier oben sieht man schon die ersten Tests. Das heißt, wir haben tatsächlich Hardware selber gebaut und auch beauftragt. Und wie das Ganze ausschaut, zeigt euch kurz mal der Einreichungsfilm. Passiert ist dann Folgendes, dass wir damit sogar Preise gewonnen haben, und zwar relativ unvorbereitet. Die Kollegen unten links wurden am gleichen Tag noch irgendwie gesagt, hey, ich glaube, es ist doch besser, wenn ihr da hinfahrt, das riecht so ein bisschen nach Preis, und dann durften sie sich da auf die Couch setzen und waren dann ziemlich erstaunt, dass sie dann auch noch gewählt worden sind. Also von daher ist tatsächlich jetzt mal so aus einem Innovationsprojekt, wo sehr viel, und ihr seht ja auch, dass da sehr viel Schleifen und Verbessern und Optimieren mit dabei war, dass da tatsächlich auch mal ein Preis rausspringen kann. Tipps zum Ende. Ich hatte ein paar vorbereitet, ich gehe mal grob durch, weil ich glaube, einer, der ist mir so ein bisschen am wichtigsten und in Anbetracht der Tatsache, dass zeitlich wir fortgeschritten sind. Und zwar ist es ein Zitat von Joel Gavin-Lewis, ehemals von United Visual Artists, den ich mal beim Vortrag gesehen habe und der gesagt hat, fail faster and harder. Und ich glaube, das ist ein guter Übergang zu dem Thema auch Innovation. Mich nervt es manchmal sogar ein bisschen selber, auch teilweise in der Firma, dass wir eigentlich Innovationen fordern, aber das Einzige, was wir zustande kriegen, ist eigentlich Dinge nur noch kombinieren oder zusammenkriegen oder kollagieren. Ich denke, dass mittlerweile es so ein starkes Hemmnis ist, auch teilweise in der Gesellschaft Fehler zu machen, dass es mittlerweile ja sehr viel Mut beweist oder dass man sehr viel Mut beweisen muss, Fehler zu machen. Übrigens auch von den Agenturen, also auch Fehler zu akzeptieren, zu sagen, ihr dürft Fehler machen, ihr habt Raum für Fehler. Weil Innovation meiner Meinung nach nicht da passiert, in der Komfortzone, also da, wo ich eh schon weiß, das schaffe ich gut, das kriege ich hin, sondern dass Innovation eigentlich meistens da kommt, wo ich raus aus meiner Komfortzone gehe, wo ich versuche,
Dinge mal anders zu machen, beziehungsweise mich schneller in einen Bereich begebe, wo ich tatsächlich Fehler machen kann. Also raus aus der Komfortzone, rein ins Experimentieren, rein ins Ausprobieren. Und wir haben ja immer Angst, Fehler zu machen. Wir tasten uns ganz lange ran. Manchmal, glaube ich, muss man auch größere Schritte machen, um eben nicht nur schneller Fehler zu machen, sondern tatsächlich auch, dass die Fehler noch ein bisschen krasser sind. Eines, was ich mir antrainiert habe, ist, dass ich auch nicht unbedingt für alles immer nach Erlaubnis frage. Das sage ich jetzt so unter uns. Aber es ist oft so, dass ich meinem Chef eben nicht frage, kann ich das so machen? Weil dadurch ja schon quasi wie eine Iteration dazwischen hängt. Sondern es ist echt so, dass ich, indem ich kämpfe, indem ich es einfach tue, indem ich einfach Dinge auch komplett ausarbeite, und ich glaube, so denkt auch das ganze Team, dass wir damit auch manchmal unseren Chef sehr gut überzeugen können. Also dieses nicht nach Erlaubnis fragen ist für uns ziemlich wichtig geworden. Und so glaube ich, dass indem ich schneller Fehler mache, indem ich krassere Fehler mache und nicht vergessen, indem ich auch noch draus lerne, dass ich mich einfach dadurch in Bereiche bewege, wo tatsächlich neue Dinge entstehen. Und das würde ich jetzt euch als Empfehlung, als das, was wir als Arbeitsprinzip auch für uns erkannt haben, weiterempfehlen, mal es auszuprobieren und mal zu gucken, ob da was Neues dabei rauskommt. Danke fürs Zuhören. Lieber Thomas, vielen Dank. Du weißt, dass das alles bei YouTube übertragen wird, von wegen nicht dem Chef folgen. Lieber Johannes, lieber Peter, macht der super. Falls ihr das jemals auf YouTube sehen solltet. Das kennen sie aber, ne? YouTube, kennen die, ja. Ich glaube, ja. Ja. Ich habe eine Frage. Also das hört sich ziemlich beeindruckend an. Also ich bin ja quasi Konkurrenzveranstaltung. Ich habe viel gelernt, vielen Dank, ich werde da viel von mitnehmen. Aber was muss ich, wenn ich jetzt hier gerade, ich studiere Architektur oder visuelle Kommunikation, was muss ich tun, um bei euch einen Job zu bekommen oder ein Praktikum oder was auch immer? Wie sieht so eine Mappe aus oder wie muss ich mich verhalten? Oder? Also unsere Personalerin, die Sibylle, die nimmt Bewerbungen entgegen. Dürft ihr auch gerne machen. Also wir suchen auch gerade Leute. Wir haben ja spannende Jobs vor uns. Wie es ausschauen soll, wir haben schon alles gehabt. Also wir haben PDF-Portfolios gehabt. Wir haben auch jemanden da gehabt, der sich für einen digitalen Job eigentlich bewerben wollte. Aber der hat komplett alles analog gemacht. Er hat sich so kleine Hefter gemacht, hat immer einen Hefter rausgesucht und hat die Blätter vor sich hin drapiert. Das ist das, was ich in den letzten 4 Wochen mal gesehen habe von einem. Ich war total begeistert, dass er eigentlich seine kompletten digitalen Arbeiten analog darstellen konnte. Weil letzten Endes ist es ja darum. Also wir wollen ja eigentlich nicht nach Portfolios oder nach Arbeiten oder nach dem Look gucken, sondern eigentlich geht es ja auch darum, bei uns zumindest, dass wir auch sehr stark gucken wollen, ob die Personen auch tatsächlich bei uns reinpassen. Also kriegen wir irgendwie einen guten Draht, haben wir eine ähnliche Einstellung. Weil ich glaube, das ist das, was man sich nicht anerziehen kann, nämlich dass man ordentlich in einer Agentur funktioniert oder im Team funktioniert und dann ist teilweise das Gestalterische nicht unbedingt zweitrangig, aber dann vielleicht auch manchmal sekundär. Okay. Und also das Persönliche ist ein wichtiger Punkt, ist klar. Und jetzt hast du von dieser einen Bewerbung gesprochen. Was kannst du sonst noch für Tipps geben? Was muss ich machen, um jetzt bei euch oder im artverwandten Büro erstmal Gehör zu finden, um dann auch dementsprechend da im Team dann weiter an die Front zu kommen? Also ich glaube, wichtig bei uns sind Portfolios, wo signifikante Arbeiten drin sind, wo man erkennen kann, dass eine gewisse Relevanz auch da ist, dass es nicht irgendwie überflüssig ist. Manchmal finde ich auch Portfolios extrem schön. Das wäre einer dieser Tipps gewesen, die ich noch angesprochen hätte vorher. Aber manchmal sind die Portfolios auch so knackevoll mit guten Arbeiten, teilweise auch mit sehr guten Arbeiten. Und das Problem ist halt, dass für uns auch manchmal schwierig zu erkennen ist, wo jetzt eigentlich auch mal so ein Schwerpunkt ist, also mal so eine Spitze. Deswegen finde ich es auch immer ganz schön, wenn einer auch sagt, okay, das ist meine Hauptarbeit und dann habe ich 2, 3 andere Arbeiten nebenher, dass ich einfach mal erkennen kann, okay, da fühlt er sich wohl, in die Richtung will er. Das finde ich eigentlich auch teilweise manchmal sehr, ja, für mich auch einfacher, jemanden beurteilen zu können in so einem Gespräch. Ja, super. Vielen Dank. Gut.